seit ich Rüstung und ihn zwei genommen habe, zu der Änderung zu einem neuen letzten Test der Gamescom-Woche. Letzter Tag, letzter Abend, letzte Demo-Version, letzter Test. Zum Schluss nochmal was, ja, ganz Schönes. Das sieht eigentlich ganz interessant aus, hat so ein bisschen zeichnerischen Stil. Dachte ich mir zum Abschluss, das letzte Test aus der Gamescom-Reihe, aus der Indie Arena Booth-Reihe, zum Abschluss, zum Rauskommen, zum Abschied der Gamescom-Woche. Schnief. Gamescom is over. Na dann, when the past was out. Das passt eigentlich schon fast, passt schon der Titel. Die Vergangenheit. Was am Mond, keine Ahnung. Ein Spiel mit Vergangenheit im Titel. Ja, die Gamescom ist Vergangenheit. Der Prolog. Starten wir mal, oder? Okay. Sind wir schon mittendrin im Game. Öffne die Tür. Schwarzer Mann. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Mir ist recht nicht. Aha. Ein Wimmelbild-Spiel. Können wir nach Dingen suchen. Okay. Schubladen gucken. Sind leider zu. Ist nicht zu. Okay. Einmal nach links. Nichts drin. Okay. Okay, was tun wir hier? Können wir die Schuhe aufsammeln? Aufgeben? Okay. Alles wild anklicken. Haben wir noch etwas nicht gefunden, was wir finden sollten? Stuhl beiseite geschoben. Aha. Ein Schlüssel brauchen wir. Ah, wir brauchen Schlüssel für die. Ah, sehr gut. Da mein Bild. Damit geht wahrscheinlich die obere auf. Ein Cuttermesser. Auweia. Hoffentlich nicht. Ah, damit können wir das Paket öffnen, natürlich. Da war eine Feder. Das Rätsel haben wir gelöst. Sie gibt dem schwarzen Mann eine Feder. Kleidet sich. Und weiter geht's in den nächsten Raum. Oder was? Tatsache. Instrumenten. Brauchen wieder Schlüssel für. Oh je. 6275341627534. Brauchen wir vielleicht noch den Code. Irgendwo für Schlüssel.
Oha, das wird ein Puzzle. Puzzle. Sehr schön. Ah, da muss ich das Muster finden. Achte schon als erstes. Viereck als zweites, Herz als drittes. Olive als viertes, als fünftes, als sechstes, als siebtes. Achte schon. Viereck, Herz, Olive, Stern. Noch ein Stern. Kreis, Dreieck, Viereck, Viereck, Herz, Olive, Stern, Stern, Kreis, Dreieck, Viereck, Herz, Olive, Stern, Stern, Kreis, Dreieck. Das haben wir so gemacht. Das ist die Reihenfolge. Viereck, Herz, Kreis. Genau das steht da. Aha, okay. Na, hier können wir doch bestimmt was aufschließen. Aha. Und nun? Da fehlt noch was. Zum Glück. Da fehlt noch was zum guten Glück. Oh. Sind Bücher runtergefallen. Da fallen noch mehr Bücher raus. 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Ach, das sollen wir wahrscheinlich spielen. 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Viereck, Olive. What the fuck? 1, 4, 3, 4, 6, 4, 1. Also Viereck, Stern, Olive, Viereck, Viereck, nicht, dass ich mir das falsch merke. Viereck, Stern, die Musik lenkt auch ein bisschen ab. Viereck, Stern, Olive, Viereck, ach Quatsch. Viereck, Stern, Olive, Stern, Kreis, Stern, Viereck. Viereck, Viereck, Stern, Olive, Viereck, Kreis, Vier. Nicht so auf Viereck. Viereck, Stern, Viereck, Stern, Olive, Stern, Kreis, Stern, Viereck. Viereck, Stern, Olive, Stern, Kreis, Stern, Viereck. Wie war das? Viereck, Stern, Olive, Stern, Kreis, Stern, Viereck. Sehr gut. Okay, und nun? Können wir damit irgendwas anstellen? Okay, da muss noch irgendwas rein. Aha. Ist aber ein sehr schönes Rätselspiel hier. Das tut mir gefallen.
Blumen noch irgendwas? Das ist eine coole Rätsel. Den Müll aber suchen. Ah, das können wir auch hier ranbauen. Sehr schön. Sie haben ein weiteres Puzzleteil. Ah, okay. Hier und hier. Sehr schön. Eine weitere Feder. Sehr schön. Ein Puzzle-Game, was mir gefällt. Ein Suchwimmelbildspiel. Eule. Okay. Der schwarze Mann ist eine Eule. Auf geht's in den nächsten Raum. Da fehlen die Zeiger an der Uhr. Kann das sein, dass wir uns langsam an etwas ändern? Oh, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Toast. Wofür auch immer wir einen Toast brauchen. Der Stuhl wurde an die Steckdose angesteckt. Ja, sicher. Zeiger. Oder wahrscheinlich Zweier. Verrückt. Ach, hier braucht man einen Henkel. Aha, oha. Ist auch was kaputt gegangen. Können wir auch kaputt machen. Alles kaputt machen. Alle Blumen umhauen. Da ist ein Schwamm drin. Okay, da ist das für den. Das ist für den Spiegel hier, oder? Machen wir erstmal Wasser vom Wasserhahn. Verstehe. Okay, vielleicht können wir jetzt den Spiegel putzen. Da steht eine Zahl drauf. 1915. 1915, das kann ich mir gerade noch so merken. Brauchen wir hier einen Code für? Hm. Da können wir nachgreifen. Toast in den Mixer. Warum nicht? Da war Krümel. Krümel in den Kaffee oder? Aha. Okay. 1915. Brauchen noch einen Zeiger. Aha. 1 9. Ich dachte, 1 1. Aha, okay, da blick ich noch nicht so ganz durch. Wofür brauchen wir die Krümel? Im Tagebuch sind wahrscheinlich die nächste Feder dran.
Ah, okay. Den Schalter können wir aus- und anmachen. Okay. Ich kann mal hier da reinlegen. Mhm. Ein Ventilator. Eine Lüftung. Wasser reinmachen. Okay. Dann nicht. Mit irgendwas müssen wir noch die Kiste da drüben aufkriegen. In dem Brecheisen hier. Uhr 15 vielleicht, aber ich habe noch keinen zweiten Zeiger. Wo kriege ich einen zweiten Zeiger her? Mhm. Wo kriege ich den zweiten Zeiger her? Hm, chaotisch hast du es hier. Zweite Zeiger. Oh. Brotkrumen. Ein Brief mit einem Zeiger dran. Sehr schön. Natürlich. So, 19.15 Uhr. Vielleicht kriegen wir das jetzt hin. Können wir so jetzt einstellen. 6, 7. Sehr gut, 19.15 Uhr. Die Brecheisen können wir jetzt die Kiste aufmachen. Das ist dann der Schlüssel fürs Tagebuch drin. Natürlich. Was auch sonst. Das ist zumindest noch einigermaßen logisch. Das Abenteuer hier. Eine Feder. Sehr schön. Dann haben wir schon den dritten Raum gelöst. Geht's jetzt wieder weiter? Nach draußen oder was? Müsste doch von den Räumlichkeiten her. Oh. Draußen. Der Uhu-Mensch spielt. Eulen-Mensch. Genießt die Musik offensichtlich. Oh je, sie tanzt zur Musik, wie es ausschaut. Sie fliegt davon voller Träume. Ich mag den Zeichenstil hiervon, ist einfach so zauberhaft. Ach schön. Ein schönes kleines Zauberspiel. Kleines Suchspiel. Zauberspiel. Spielt sie selbst. Oh. Was? Was passiert?
Aufstehen, Mädchen. Ein Spiel von Maiken Studio. Design von Team O. Von wem sonst? Grafik ist von denen hier. Programmierung, technische Leitung, Musikübersetzung ins Deutsche. Danke an Talk Production, Unity Technology, Fungus Games und dich. An mich? Aha. No Wishlist. Ja. Das Wishlist ich gerne. Ja, Exit.